Bremer Stadtmusikanten. Es war schon vor langer Zeit und man erzählt sich die Geschichte eigentlich im Norden von Deutschland. Aber wer weiss, passieren kann sie überall. So ist einmal passiert, dass bei einer Mühle ein Esel gelebt hat, der seit manchem Jahr schwere Säcke getragen hat. Er hat schwere Kornsäcke zur Mühle getragen, wo sie dann zum Mehl verarbeitet worden sind. Und das hat er schon manches Jahr gemacht. Und so hat der Esel irgendwann die Säcke nicht mehr tragen können. Und der Müller hat gefunden, Esel, ich kann dich nicht mehr brauchen. Gang fort! Und das graue Langohr hat sich gesagt, ja no, ich habe schon lange auf Bremen gehen. Auf Bremen, habe ich gehört, kann man Strassenmusik machen. Und ich mache doch fürs Leben gerne Musik. Und so hat sich das graue Langohr auf den Weg gemacht. Er war noch nicht weit gelaufen, hat er schon von weitem einen alten Hund am Strassenrand hocken. Hund, sag mal, was ist denn mit dir los? Du sitzt hier und schaust wie 7 Tage Regenwetter. Ja, mein Meister wollte mich totschlagen. Er hat gesagt, ich tauge so nichts mehr. Ich kann ihn nicht mehr jagen und darum kann er mich nicht mehr brauchen. Weisst du was? Komm doch mit mir auf Bremen. Du kannst Strassenmusik machen. Du hast so eine schöne Stimme. Ich spiele doch dann die Laute und du spielst die Pauke. Und so haben sie es gemacht. Der alte Hund ist mit dem grauen Langohr mit Richtung Bremen. Aber auch die zwei waren noch nicht lange unterwegs. Da haben sie schon von weitem gesehen, einen alten Barputzer, eine alte Katze hocken. Und sie hat jämmerlich gemiauert. Miau! Miau! Und das graue Langohr hat wieder gefragt, ja, was ist denn mit dir los? Was jammerst du denn diesen Weg? Das fährt einem ja durch Mark und Bein. Ja, man hat mich nicht mehr brauchen, weil ich kein Mäus mehr fangen kann. Ich sei jetzt alt. Ja, wie soll ich jetzt mein Essen verdienen? Miau! Miau! Da hat der Esel zu dieser alten Katze gesagt, komm doch mit uns mit nach Bremen. Wir wollen Strassenmusik machen und du hast so eine schöne Stimme. Komm mit uns mit, du fehlst uns gerade noch. Und so hat es dann die alte Katze, der alte Barputzer, gemacht. Sie sind miteinander weiter und es ist nicht lang gegangen, haben sie auf einem Miststock einen Göckel gesehen. Der Göckel hat gekreit, dass einem durch Mark und Bein gegangen ist. Ja, um Himmels Willen, was ist denn mit dir los? Fragt der Esel. Meine Chefin hat mich kochen in der Suppe. Weil ich nicht mehr rechtzeitig kreien am Morgen, weil ich nicht mehr aufmache, weil ich zu alt bin. Ja, und jetzt will ich doch noch kreien, solange ich kann, bevor ich dann in der Suppe gekocht wird. Der Esel sagt zum Göckel, komm du mit uns mit auf Bremen. Du hast eine so eine schöne Stimme, die können wir noch genau brauchen. Das ist eine gute Idee. Hat der alte Göckel gemeint und ist mit diesen drüne mitgezogen. Aber weil es halt gar ein weiter Weg ist nach Bremen, haben sie irgendwo müssen übernachten. Und sie haben sich unter einem grossen Baum bequem gemacht. Der alte graue Esel unten am Baumstamm bei den Wurzeln, der Hund neben ihm, die Katze ist auf den Baum aufgeklettert und zoberst auf dem Ast hat sich der Göckel bequem gemacht. Und so haben sie sich zur Ruhe gebettet. Es ist nicht lang gegangen
hat der Kuckuck gekreit. Ich sehe weit vor ein Licht. Das muss eine Hütte sein. Es ist nicht weit. Lass uns zu dieser Hütte gehen. Dort haben wir ein Dach über dem Kopf. Und wer weiß, vielleicht finden wir noch etwas zu essen. Und die vier haben sich auf den Weg gemacht. Sie sind zu einer Hütte gekommen, die helle leuchtend war. Und der Esel, weil er der grösste war, musste zum Fenster hineinschauen. Er hat ein Huf ums andere auf den Fenstersims aufgestellt und hat hineingeschaut. Und was hat er gesehen dort drin? Eine Räuberbande hat sich dort gemütlich gemacht. Ein reich gedeckter Tisch hat's gehabt. Und sie haben gegessen und gefeiert und gesungen. Und der Esel hat zu diesen gesagt, da innen hat es eine Räuberbande mit einem reich gedeckten Tisch. Lass uns die Räuber verjagen. Der Esel hat wieder einen Huf nach dem anderen auf den Fenstersims gestellt. Der Hund ist im Esel auf den Rücken gekumpelt. Der alte Paarputzer im Hund auf den Rücken gekumpelt. Und zoberst ist noch der Kuckuck raufgeflattert. Und dann haben sie einen Lärm gemacht. I-a, i-a, hu, 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 hu. Mau, mau, üri, 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 üri. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Räuber verschrocken sind. Sie sind aufgesprungen um zum Haus aus und was gehst, was hast, in den Wald rausgerannt. Der Langohr, der alte Hund, der Paarputzer und der Göcku aber sind in die Hütte rein und haben sich bequem gemacht. Sie haben sich die Bäuche vollgeschlagen, weil sie so Hunger hatten und weil sie genug gegessen und getrunken haben. Da haben sie das Licht gelöscht und es ist jeder an den Platz gegangen, wo es sich gewohnt war. Der Esel auf dem Misthaufen, der Hund hinter Türen, der alte Paarputzer ist in die glühigen, warmen Kohlen hineingeschlafen und der Kuckuck auf den Kuckuckbalken geflattert. Das haben dann aber auch die Räuber gesehen. Der Räuberhauptmann hat zu einem gesagt, so, du gehst jetzt schauen, das kann es nicht sein. Wir müssen uns ja schämen, dass wir einfach so aus unserem Räuberhaus raus sind. Und der eine Räuber ist ungern zum Räuberhaus zurück und ist reingegangen, ganz leislich. Und als er gesehen hat, dass unter dem Herd noch eine glühende Kohle brennt, hat er ein Zündhölzchen angezündet und wollte es herhaben. Aber das hat dem alten Paarputzer gar nicht gefallen. Sie ist aufgesprungen und hat im Räuber gerade das Gesicht verkratzt. Der ist aufgesprungen und davon. Und als er zur Tür raus wollte, hat ihm der Hund gerade noch ins Bein gebissen. Als er am Mist vorbeigerannt ist, hat ihm der Esel noch eine gehauen mit seinem Huf. Und der Göckel hat ab dem Göckelbalken runtergerufen. Der Räuber ist, was gehst, was hast, in den Wald rausgerannt und hat im Hauptmann berichtet. Als ich hineingekommen bin, ist eine Hexe unter ihm hergehockt. Die hat mir gerade das Gesicht verkratzt. Hinter der Tür hat mir einen mit der Kühlen eine gehauen. Auf dem Mistop hat mir noch einen Schub gegeben. Und auf dem Balken oben hat einer gerufen, hebe den Schelm, hebe den Schelm. Also ich gehe nicht mehr in das Räuberhaus zurück. Und so war es dann auch. Die Räuber haben sich nicht mehr ins Räuberhaus zurückgetraut. Und die vier, das graue Langohr, der alte Hund, der alte Paarputzer und der Göckel, denen ist es gut gegangen im Räuberhaus. Sie sind nicht mehr weiter nach Bremen und haben in dem Räuberhaus gut gelebt. Nicht ganz. Es könnte sein, dass die Katze totsmal auf Willisau ist und dort Strassenmusik gemacht hat. Und vielleicht war auch der alte Paarputzer der, der das Jazzfestival von Willisau gegründet hat. Wer weiß?